Okay, bin ich gejoint oder muss ich jetzt noch meinen Charakter stellen? Ja. Oh, das weiß ich nicht genau. Ich würde einfach mal starten, wir gucken mal, wen du bekommst. Nein. Stopp. Ich erstelle meinen Charakter jetzt. Hast du dich so aussehen lassen, wie du im Real Life aussiehst? Nee, aber einfach mal, ja, so ein bisschen. Also, so ein bisschen, ja. Machst du das auch? Ja, safe. So, Kevin. So, Ladies and Gentlemen, Tag 1, guten Morgen. Oh, Morgen. Wir haben 5000 Euro, wir haben den ersten Tag, Basti, und wir bauen jetzt eine Dönerbude auf, Digga. Oh, mein so, Vater ruft an. Meiner auch. Hey, Kind, schläfst du noch? Ich habe dir gesagt, du sollst morgen früh hierher kommen. Sei nicht so faul und treff mich vor meinem alten Restaurant. Heute ist ein wichtiger Tag für dich. Anruf beendet. Yo! Okay. Würdest du sagen, so siehst du in Real Life aus? Bro, Real Talk thematisieren wir nicht. Ich möchte keinen weiteren Kommentar dazu hören, aber so will ich vielleicht aussehen. Boah, Digga, wär fresh. Boah, Big City Life. Komm, lass mal schon mal ein bisschen... Das Scheiße. Yo. Okay, was ist das hier? Bierpub. Hier kann man saufen gehen anscheinend. Oh. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir wollten Sie eventuell mal abwerben. Haben Sie schon gehört? Neuer Dönerladen. Oh mein Gott, hier können wir zocken, Bro. Wir sind direkt spielsüchtig. Oh mein Gott, hinsetzen. Alter, das geht sogar. Oh mein Gott. Man kann Blackjack spielen hier. Boah, du sitzt bei mir irgendwie im Tisch drin. Scheiß drauf, was die Hater sagen. Setz 100. Wir setzen jetzt hier. Wir haben noch keine Dönerbude. Wir machen erste Runde Blackjack. So. Auch mal erstmal direkt was. Oh, ich hab 8. Ja, ich hitte. Ich hitte auch. Du verlierst was? Hä? Nochmal. Hast du auch 5000? Ich hab auch 5000. Das ist unser gemeinsames Geld. Double or nothing. Ich das ist unser gemeinsames Geld, Kevin. Hast du jetzt 4700? Oh ja, scheiße. Okay. Sie hat einen König, das ist nicht gut. Okay. Oh, das ist schlecht. 16. Oh, ich bin. Bro, ja, ich muss stayen. Ich hol das, Bro. Sie muss jetzt eine 15. Nee, ich muss nochmal hitten. Überkauft. Oh, RIP. Ja, wir müssen jetzt nochmal das zurückholen. Noch einmal. Ich mach 500. Noch einmal einen dicken, damit wir wieder. Ich mach auch 500. Ja, ja. Nein, Basti, du musst es saven. Ja! Jawohl! Für den Dönerladen! Für den Dönerladen! Sind wir jetzt wieder plus minus null? Wir gucken mal. Wir brauchen noch 500. Lass noch jeder 250 setzen, dann haben wir es. Ja, easy. Boah, ich glaube, ich stay auch. Ich sag dir, sie überzieht. Ach, Digga. Oh, die dumme, Alter. Ja. Noch einmal 1000. Ja, jeder 1000. Ist das krank. Wir wollten einfach eine Dönerbude aufmachen. Oh, mein Gott! Ich auch, oh mein Gott. Ja! Oh, mein Gott, crazy! Ich stay. Komm, Bro. Das ist sehr gut. Stay auf jeden Fall. Ja. Raus damit, jawohl! Let's go! Heute geht alles auf mich. Okay, wir sind wieder... Wir sind 1000 in Profit. Wir haben Profit gemacht. Raus. Wir haben Profit gemacht. Okay, geil. Jetzt, Alter, wir starten direkt mit 1000 Profit. Kommen Sie mal lieber einen Döner, ja? Okay, also, was haben wir hier? Wir haben hier einen Butcher-Shop. Hier können wir unser Fleisch kaufen, Basti, da drüben. Dann haben wir... Ah, hier ist unser Vater! Hier ist seine alte Dönerbude. Lass kurz gucken, was haben wir noch? Wir haben hier Gemüseladen, ATM und einen Markt. Was haben die hier? So alles Mögliche. Ich glaube auch so Brote und so. Ja, so wichtig. Nüsse und so. Lass mal kurz... Oh mein Gott, hier gibt's einen Butcher-Shop. Hallo! Hallo, schönen guten Tag. Du bist meine Atzen. Ich würde einmal eine Drippe einnehmen, bitte. Diese Brille. Junge, stell dir vor, dein Metzger hat so eine Atzenbrille auf, Junge. Boah, Junge, das Spiel ist Retalk ein bisschen wie GTA, ne? Ja, fast. Da bist du ja, mein Kind. Du fragst dich sicher, warum ich dich hierher gerufen habe. Es wird Zeit, dass du auf eigenen Füßen stehst. Ich bin hier, um dir unseren Familienerbe zu zeigen. Mit diesem Restaurant wirst du der beste Koch der Stadt. Ich werde dir die ersten Schritte zeigen. Ich sehe, du bist ungeduldig. Ja, diese neue Generation. Also gut, nimm deinen Schlüssel und bring uns hinein. Okay, dann nehme ich den mal. Hab ihn. Danke, Papa. Betreten Sie das Restaurant. Okay. Real Talk. Ich schließe es auf. Okay, du hast es aufgeschossen. Das ist die Zukunft. Mach das Licht an, ja? Mal sehen, wie es aussieht. Okay, ich mach an. Boah. Okay. Ja, das ist ein bisschen so Plate-Up 3D. Bisschen räudig aus noch. Papa, was hast du hier für eine Scheiße fabriziert? Was hat Papa für eine Bracke an? For real, Dicker. Ich hab Platz, ja, Niveau. Digga, von unserem Vater, die Eier sind luftdicht verpackt, Alter. Sag ich, holy shit. Bro, weil wirklich. Da sitzt alles wie angegossen, der Junge. Der Knöchelübergang auch, ne? Oh nein. Keine Socken, Digga. Wie sehe ich bei dir aus? Retalk, wie habe ich meinen Charakter nochmal designt? Der sah. Du siehst einfach älter aus als der Vater, Bro. Hallihallöchen.
Okay, Licht habe ich angemacht. Was jetzt? Ach du liebe Zeit, das ist ein totales Durcheinander. Du musst erst dem Vater sprechen. Mach du weiter bitte, sorry. Ach du liebe Zeit, das ist ein totales Durcheinander. Es sieht schlimmer aus, als ich es in Erinnerung habe. Jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein. Wir sollten zuerst dieses Chaos beseitigen. Ich meine, du solltest. Weißt du, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber ich bin jetzt ein alter Mann. Wir beide. Tag. Kevin, irgendwann wird das im Real Life passieren, dass wir beide einen Laden schmeißen. Boah, wäre geil, sag ich ehrlich. Oh, ich mach mal hier, wir müssen jetzt auch noch so ein bisschen den Schmutz reinigen. Oh, ja, okay. Ich sag dir ganz ehrlich, man muss auch mal, man muss Scheiße fressen. Man muss es auch zu schätzen wissen. Gehen Sie weg. Dumm. Gut gemacht, es ist tatsächlich ein guter Anfang. Es ist immer wichtig, seinen Arbeitsplatz sauber zu halten. Ja, Bro, also... Ich habe mal einen gekauft, ich würde noch einen aufstellen, Bro. Ich mach den mal hier so an die Wand. Ja. So, erstmal so, zack. So, wir brauchen außerdem noch ein Waschbecken, okay? Bei Theken, wo ist das? Hier? Küchentheke. So. Oh, Kevin, das hast du nicht schön hingestellt. Das hast du wirklich nicht schön hingestellt. Ja, meinte ich gerade. Ich habe es aus Versehen gemacht. Kannst du es noch einmal umplatzieren, Bro? Ja, natürlich, mein Bester. Ich würde sagen, machen wir... Willst du es vielleicht hier so hinstellen erstmal, hier, wo ich gerade stehe? Ich glaube, hier ist ganz cool. Boah, ich würde erstmal an die Wände, eigentlich an die Wand, so zwei. Und dann wird ja noch weiter expandiert, ne? Ja, okay, dann mach hier hinten noch einen, hier. Zack. Okay, alles klar. Wir könnten zum Markt gehen oder wir machen unserem Papa noch mehr stolz und holen noch mehr Geld ran. Du willst noch mal gamble gehen. Real Talk, wir müssen. Das ist der 22 Uhr, Basti. Nein, komm kurz raus. Komm ganz kurz raus, Bro. Papa weiß das nicht und so, aber wir haben halt Geldprobleme und wir sollten uns halt ein bisschen darum kümmern. Du weißt schon. Hey, guck nicht so. Wer ist denn er? Warum guckst du so grimmig, hä? Willst du einen Döner? Hallo, ich muss hier durch. Ja, geh doch. Aber pass auf, wo du hintrittst. Komm mit. Wir haben alles verloren. Bro, unser Vater hat uns 5000 Euro gegeben, um den Laden wieder aufzufüllen. Wir sind 20 Minuten weg, kommen mit $38 wieder und wir sollen jetzt beim Markt einkaufen. Lass mich verhandeln. Real Talk, lass mich verhandeln. Okay, du gehst vor. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, der Herr. Wir haben Schicke nicht viel Cap. Geld, aber wir haben unfassbar gute Laune. Haha, guck mal, was ich hier hab. Und eventuell kann ich dir später noch mehr geben. Was sollen wir jetzt hier machen? Bro, wir sind, glaube ich, im falschen Markt, oder? Oh. Sorry, wir haben uns geirrt. Ja. Du musst wohl der neue Küchenchef in der Nachbarschaft sein. Dein Vater war ein großartiger Koch. Ich bin wirklich froh, dass der Laden wieder in Betrieb ist. Ja. Wir gucken mal, wir sind noch dran, ne? Wir sind noch im Aufbauen. Hier ist die Ware, die ich auf Wunsch deines Vaters vorbereiten sollte. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du was brauchst. Oh mein Gott, Bruder, er gibt uns auf den Nacken. Ey, mein Bester, du wirst nicht bereuen. Oh mein Gott. Digga, du kriegst auf Lifetime Döner umsonst, Bruder. Du bist ein Chef. Digga, guck mal, ihn mit den Stiefeln. Boah, Alter, was hat denn der noch vor hier, Junge? Klack, klack, klack. Bisschen aus wie die eine SpongeBob-Folge, als er so diese Stiefel hatte. Kennst du die? Ja. Gute Arbeit, mein Kind. Jetzt pack den Karton aus und fang an zu kochen. So, das mache ich mal. Papa. Gegrilltes Fleisch. Okay, das ist unser erstes, also wir sind quasi gar keine so richtige klassische Dönerbude, sondern mehr so ein türkischer Foodladen, glaube ich. Wir müssen uns... Oh, jetzt kommt der ungünstige Part, Bro, wo wir uns Ribeye kaufen müssen, glaube ich. Aber wir haben ja noch safe genug Geld, ne? Zum Kochen brauchen wir Zutaten. Das heißt, es ist Zeit zum Einkaufen. Oh, ja, Papa! Warte, mach mal dein Tablet auf. Hier gibt's eine Bank-App. Wir können Kredit aufnehmen! Jawohl, ja, man muss erstmal ins Risiko gehen. Ich würde sagen, wir nehmen 5000er Kredit auf und verdoppeln direkt. Und zahlen dann und zahlen ihn dann zurück. Kevin, wir haben irgendwie ein Problem. Wir können keinen neuen Kredit aufnehmen, Bro. Das ist der Kredit. Wir haben jetzt... Bro, wir sind gef***t. Warte, ich... ja. Oh mein Gott, du hast geholt! Easy. Okay, wie haben wir jetzt 1200 oder so? Ja, das ist ultra viel. Nee, okay, mehr brauchen wir nicht. Ja, ist... Mehr brauchen wir nicht. Alles klar. Ribeye kostet schon 200. Okay, ich pack's mal in den Warenkorb. Hallo, können wir das vom Vortag noch haben, oder? Okay, gut, dann machen wir auf hier. Ich würde es selber schneiden, wenn es irgendwie ein bisschen günstiger dann geht. Können wir das vom Vortag haben? Geile Dönerbude, Digga. Okay, unser Ribeye haben wir. Alles klar. Wir haben keinen Kühlraum. Oh, doch, haben wir. Oh, haben wir? Gut, unser Ribeye ist schon mal gut gelagert. Dann lass uns die anderen Lebensmittel holen jetzt. Das ist wie mit dem Wein.
Du bist. Hier, Papa. Du bist dran. So. Dann zeig mal, was du kannst, Chef. Schön, okay. Jetzt eine Scheibe nehmen. Und du musst schwarzen da einmal Pfeffer drauf machen. Haben wir denn Gewürze? Ja, haben wir. Wir haben schwarzen Pfeffer und Salz. Wo? Hier. Ah, hier, okay. Ja, schwarzer Pfeffer musst du einmal drauf, bitte. Aber achte darauf, dass es nicht zu viel ist. Jetzt. Okay. Die linke, ich mach jetzt nochmal Salz drauf. Mhm. Opa. So, jetzt den Kohlesack, das mache ich. Ja. Kevin, ob man die Sachen auch wieder aufheben, ne? Mach mal hier in die Schublade direkt unten. Richtig, richtig rabiat einfach, okay. Ach so, warte mal, ist das das, was ich... Ja, ja, du hast es schon fertig. Boah. Digga, das ist einfach Lava auf einmal. Da ist einfach Lava unten im Grill drin, Junge. Züch, was geht jetzt ab? Boah. Boah, sieht lecker aus, sieht lecker aus. Real talk. Papa, was darf denn als Beilage sein? So, gleich ist durch, Bro. Mhm. Jo, oh. So. Runter. Runter damit. Nicht. So, dann mache ich mal hier. Ich richte ihm das mal so schön an hier. Schön. Und jetzt brauchen wir noch die Beilagen. Was will der denn für Beilagen haben, der Kollege? Wir sollen Tomaten. Ah ja, genau, warte, den müssen wir mal hier auspacken. Junge. Jawohl! Überwürzt. 1,8 Sterne. Ist das gut? Ja, was super. Ist das Maximum? 2 oder 5? Also, weil 5 wäre kacke. 5 wäre richtig scheiße, ja. So, Papa, zahlen tun wir nicht, oder wie? Boah, guck mal hier, der lässt sich schmecken, Papa. Juhu. Boah. Oh, hier ist Geld, unser erstes Geld. 100, wir haben 100 gemacht, Papa, Bro. Danke dir. Bruder, er ist ganz schön knauserig, oder? Wie so werden wir unseren Kredit nie abbezahlen, holy shit. Wie du vielleicht weißt, hängt es von vielen Faktoren ab, wie gut du ein Restaurant führen kannst. Du kannst vielleicht gut kochen, aber du musst auch schnell sein und du musst immer auf die Hygiene achten. Ja, ja, machen wir. Ja, das sagen sie doch alle, ne? Ich sag, wir sollten die 100 Euro, die wir gerade bekommen haben von unserem Vater, verdoppeln. Mehr nicht, wir spielen nur mit 100. Okay. Alles weg! Wir kaufen Fleisch, wir kaufen Fleisch, wir gehen es mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen. Ich mach den Laden auf, Basti, bist du bereit? Ja, ich bin ready. Alright, ladies and gentlemen, wir machen den Laden auf, unsere ersten Kunden kommen. Wünsch uns Glück, alright? Okay, vergiss nicht deine Speisekarte zu erweitern und denk dran, dass du Mitarbeiter, wir können Mitarbeiter einstellen. Ja, dann können wir währenddessen nur noch gamblen gehen. Ey, das ist die vom Casino, Bro! Nein! Das reicht. Digga, was machst du hier? Der spuck ich ins Essen. Hallo, ja, 600 Euro kostet ein großer Döner-Teller. Hä? Wo hat sie das hergenommen? Digga, sie hat sich einfach selber gemacht. Hallihallo! Hallöchen! Sind Sie Sportler? Digga, die nehmen sich das hier einfach. Hä? Ja, easy, Bro. Das Gelddruckmaschine anscheinend. Wozu habe ich denn jetzt hier eigentlich gerade so viel Fleisch noch? Also weiß ich nicht. Gibt's denn noch einen Wunsch? Wollen Sie noch einen zweiten? Hallihallo, interagieren? Oh, wie viel Geld? Wollen Sie das vielleicht verdoppeln? 100? 100, easy. Hier ist noch mal 100. Oh, hier ist auch noch mal. Hallo, Döner. Ich verstehe nicht, haben wir jetzt Essen für 10 Leute gekocht oder was, Bruder? Wir haben einen Ribeye dahingestellt. Der hat sich den letzten genommen. Jetzt müssen wir nachkochen. Ach, das war's schon? Ja, mehr haben wir nicht. Oh mein Gott. Basti, schmeißt du den Laden? Ey, hier ist einer, der will was zu essen. Der kriegt nichts. Schnell, koch nach. Bro, ich habe hier 5 Dinger auf dem Grill. Digga, der wird langsam sauer. Ich hol schnell neue Holzkohle, Bruder. Ich bin hallo, hallo, setzen Sie sich doch schon mal. Jetzt machen Sie es gemütlich. Wollen Sie vielleicht was reden? Wollen Sie reden mit mir? Wir sind quatschen. Okay, das Wetter ist scheiße. Schnell. Ich hol die Holzkohle. Ja, so. Ich hab nochmal einen Huni hier bekommen. Kevin, ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich komme. Ich hab neue Holzkohle und neue Anzünder. So, und so. Essen ist serviert. Wir haben 1,4 bekommen. Wir haben uns nochmal verschlechtert. Er kocht fehlende Zutat. Ach so, ich glaube, ich habe eventuell auf der falschen Seite, ich habe auf der einen Seite vergessen zu braten, Bro. Digga. Was bist du für ein Quatsch? Oh, die sind unzufrieden. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, Bro. Restaurant. Aber unser Restaurant ist Level 2. Easy. Bro, es liegt immer noch ein Steak hier, Digga. Was machst du? Guck mal, was du gemacht hast. Okay, das wird gleich wieder leer sein, Bro. Ein Meal danach haben wir noch. Bruder, er hat ein rohes Stück Fleisch. Digga, er hat ein rohes Stück Fleisch nicht gegönnt hier. Aber er feiert's.
Sehr gut. Findet's gut. Okay, ey, es ist auch schon nachts, ne? Wir müssen auch langsam hier mal zu. Ja, ja, wir haben 24 Stunden geöffnet. Das war's. Das war's. Unser erster Tag ist vorbei, Basti. Er möchte... Hallo. Kannst du noch ein Petersilie bitte schneiden? Bereiten wir schon für den nächsten Tag vor? Nee, ja, ja. Müssen ja? wir. Ja, okay. Also, ich sag dir ehrlich, der Teller ist echt super weggegangen. Ah, ich sag, der geht noch. Ich sag, der geht noch. Wie du hier stehst. Der Tag ist vor. Rollen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Okay, wir müssen jetzt... Ich würde jetzt das Restaurant einmal schließen. Und wir müssen jetzt ins Bett gehen, Basti. Wir müssen jetzt ja. auch unseren wohlverdienten Schlaf uns holen. Wir könnten aber auch noch nach Feierabend uns was gönnen. Nochmal in die Spielo rein, oder was? Du kommst in den Dönerladen, da sitzt einfach der Dönermann und isst einen Ofenkäse. Teilen wir, Basti, wir teilen uns ein Bett, ne? Auf Humble. Auf Humble. Was können wir hier noch so machen? Boah, wir haben einen Hund. Geil, hier können wir doch noch ein paar Sachen verkaufen. Einfach. Einen Hund? Wo siehst du einen Hund? Hier. Ach, hier, ja. Da schläfst du, oder? Also. Können wir hier noch... unser gegrilltes Fleisch ist jetzt auf Level 2 und bringt 120 anstatt 100. Let's go. Hey, komm mal noch Zähne putzen, Bro. Wie? Hier. Ich habe jetzt erstmal Hähnchenbrust freigeschaltet. Wie hast du das gemacht? Ich habe die nicht. Ah doch, ja, geil. Wir verkaufen aber heute gegrilltes Fleisch als Speise. Würde ich auch sagen, wir haben da noch ein bisschen was im Kühlschrank. So, dann machen wir mal heute richtig schön Profit. Die Leute, die schreien danach. Oh! Huh? Oh! Digga, was ist denn das? Ich dachte, er hat keine Hose an, Bro. Bro, was ist das für ein Cyberpunk-Atze? Oh, was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht voll vom Stamm, stimmt's? Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst ein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Höhö. Was? Ich hoffe, du verstehst, wie heikel diese Branche ist, Junge. Dies ist der kulinarische Dschungel. Nur die Stärksten überleben. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen der Hitze standhalten kann. Würdest du sagen, wir können dem kulinarischen Dschungel standhalten? Ja, ja. Mit unserem Prachtladen? Holen Sie sich erst die Zustimmung der Gourmetbehörde. Da bin ich vielleicht bereit, Sie zu konfrontieren, wenn ich gute Laune habe. Viel Glück, Neuling, wenn das möglich ist. Die Feinschmecker... Bro, es gibt so Endbosse! Die Feinschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich dem Meister stellst. Die haben alle unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. Um von einem Feinschmecker eine gute Note zu bekommen, musst du zuerst die drei Gerichte beherrschen. Ja, ja, kriegen wir hin. Ja, okay, gut. Na, schönen schon guten Tag, gestärkt. Haben Sie Lust auf einen kleinen Kebab? Dann kommen Sie doch gerne rein. Wir haben auch eine schöne Schuhsohle für Sie vorbereitet. Die wird super schmecken. Nimm dir was. Nimm dir ruhig was. Oh, da kommt direkt noch einer. Ah, Harald wieder, wa? Jojo. Harald, lass dir schmecken, wa? Hallihallo. Ja, wir haben gerade was im Angebot. Gegrillter, oh, guck mal, der schmeckt sehr gut. Wow, guck mal, der sagt so, wow, mega gut. Gegrillter Fleischteller ist gerade da. Soll es noch ein bisschen Petersilie sein? Sorry, es gab nur einmal Petersilie. Oh, 120. Kevin, ab in die Spüle. Hallihallo. Sie sehen aus wie mein Papa. Noch was zu trinken, wir haben nichts zu trinken. Hallihallo. Boah, kommst du vom Friseur oder was? Sieht super aus. Warte, ich stell dir... Basti, du musst hier noch mal einen abkassieren. Basti, noch mal einen abkassieren, bitte. Jo, musst du mal ganz kurz... Das hier, 1,8. Für dich kriegst du das Beste. Hallihallo, Trinkgeld gibt's nicht. Hast du neues Essen reingemacht? Ja. Minus 100, das ist auch komplett verkocht, Digga. Was hast du denn gemacht? Ja, das ist im Kühlschrank, es ist halt kalt. Wow, ihre Frisur sieht aber frech aus. Ne, mal was Neues probieren, oder? Mal ruhig machen. Mal ein bisschen was machen. Auch gerne, mal, auch gerne mal ein bisschen Trinkgeld geben. Wir sind ganz knapp bei Kasse. Sie haben aber ganz schön dreckige Schuhe. Ja, da... Aber ist kein Problem, ne? Für ein bisschen Trinkgeld machen wir es sauber, na klar. Gehört zum Service dazu. Man zahlt ja nicht nur für die Produktkosten und unsere Spielsucht, sondern eben auch für... Das Ambiente. Hallo. Hallo. Oh, Hallöchen. Die Brille. Oh, da haben sie was fallen lassen. Sie haben da hingekackt, tatsächlich. Das ist gar kein Problem. Gar nicht schlimm. Das machen wir doch direkt weg. Klar, kein Ding. So, wollen wir für morgen mal Hähnchenbrust vorbereiten? Boah, ja. Lass mal ein neues Rezept ausprobieren. So, Kohle ist wieder jetzt unten im unteren rechten Schubfachraum. Stehst du vor der Tür, Bro. Digga, das ist übelst gruselig irgendwie. Ja, ja, okay. Okay, ich verstehe, so ein bisschen Farbe reinbringen. Ja. Hm. Kevin? Hm. Jeder 500. Ganz kurz, wollen wir erstmal das komplette Ding hier vollpflastern? Boah, Digga, das sind die kompletten Profits von heute. Wir haben jetzt gar nichts mehr. Aber Real Talk, ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube auch. Ich glaube, der Kunde wird danken. Oh mein Gott, wir haben alles verbraten. Hallo, der Herr. Sie haben aber eine schöne Brille. Oh, Mr. Wolf Boy, Mr. Wolf Boy.
So, einmal Pomodore! Wir kriegen zum Beispiel, wenn wir Juan haben, dann kriegen wir unseren ersten Dönerspieß, Bro. Oh mein Gott, Dicker, unsere Petersilie ist abgelaufen. Nicht schlimm, mach trotzdem. Wir können uns keine neue leisten, Basti. Pack die einfach drauf. Schnippel die einfach ein bisschen frech an und dann Abfahrt. Hallihallo! Oh ja, der Döner-Teller ist der. Warte mal, ich schnell mal. Schnell mal schnell irgendeinen drauf, ist egal. Der ist kalt. Der sollte sogar warm sein. Der ist, glaube ich, sehr. 0% Hitze. Jo, der ist mega warm. Guten Appetit, ne? Oh, hallo, Matze! Nimm dir schnell was, ist noch warm. Okay, Basti, Tag 3 ist vorbei und wir werden heute nicht spielen gehen. Genau, wir machen heute. Bro, ich wurde gerade überfallen. Ich schwöre, ich wurde überfallen. Warum? 200 einfach weg. Ich hab einfach 200 weggenommen. Basti, du bist süchtig. Bist du schon wieder am Spielen, Basti, oder was? Du hast alles verloren. Warte mal, was? Digga, du bist. Bro, du bist bei mir nicht aufgestanden. Du bist einmal weggefahren. Da kann man die Miete von zahlen. Bro, wie ich aussehe bei dir. Oh, wir haben wieder neue Rezepte. Oh, super. Wir verkaufen aber eh nichts, das ist dasselbe von gestern. Bro, es ist Tag 4 und wir bieten immer das Essen von Tag 1 an. Das ist so kranke Scheiße. So, Basti, dann mach mal, ich mach mal wieder gegülltes. Digga, wir haben das Essen von gestern nicht in den Dings gepackt, egal. Ich sag, das geht noch. Mach drauf. Mach drauf. 1,7. Digga, das ist eine 1,6. 1,6 bei mir. Bro, was? Das ist fast so gut wie das, was wir frisch gemacht haben. Ja, das. Ich finde, das ist noch super. Mach den Laden auf, zack. Warte, warum haben wir Hähnchenbrust jetzt hier? Weil ich es geholt habe gestern. Oh, Mann. Willst du sagen, das ist alles hygienisch hier? Basti, komm, wir müssen die Tomaten wegwerfen. Nein. Was? Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du einen leeren Teller dahingestellt? Was geht. Was geht denn jetzt ab? Oh nein, 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 Basti, die sind unzufrieden. Ja und? Ich auch! Zahlen die trotzdem? Die zahlen nicht, die zahlen nicht, hallo! Ja, jetzt reicht's, hol das Dönermesser. So. Aber trotzdem, 600, das nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich pack mal direkt auf die Speisekarte unsere Hähnchenbrust. Da kommen heute mehr Kunden dann. Meinst du? Ja. Ich hoffe, das zieht mehr Leute an, das hat auf jeden Fall 3 Sterne. Steht aber 7 bis 9, ne? Oh, das ist ein bisschen angeschimmelt. Ist aber okay. Das werfen wir mal weg hier. 2,8! Und die grüne. Basti, das ist das beste Essen, was wir je gemacht haben. Ja, die rote ist aber verdorben. Das ist nicht schlimm. Okay. Darauf achtet doch gar keiner. Das Geschnetzelte ist jetzt auch egal. Ich hol direkt mehr Fleisch. Ja, hol mehr Fleisch. Wir gehen voll auf Hähnchen, Bro. Ja, voll auf Hähnchen. Hol mehr Fleisch. Ich schmeiß lange in den Laden. Ja. Boah, da ist noch richtig was los hier. Die sind sauer. Warum? Weil wir nichts haben gerade. Achso, ja, mach doch was! Wie? Er sagt mir, mach mal was. Ich bin hier alleine MVP. Was muss da drauf? Hast du die gewürzt? Ja, alles fertig. Warte, ich mach schon. Schnell, jetzt nur noch Fleisch drauf. Nein, die Kartoffel. Hier, Fleisch drauf. Nimm's. Guten Appetit. Jawohl. 2,5 nehmen wir. Ja, backen war irgendwie nicht so gut. Die muss doch. Hast du es umgedreht auf beiden Seiten gebraten? Ja, natürlich, Kevin. Ich bin kein neuer. Also. Oh, die freuen sich! Lassen Sie es. Die freuen sich, Bro! Lassen Sie es sich schmecken, bitte. Das haben wir gut gemacht. Schön. Ihr Lächeln ist für mich die schönste Belohnung. Bro, man kann der Dönerbude einen Namen geben. Haben wir die ganze Zeit keinen Namen? Wie wollen wir den nennen? Wir brauchen einen Namen. 787 Kebab. Zockerbude. Lecky Döner. Lecky Döner und mehr. Lecky Döner und mehr ist es. Guck mal, Kevin, was ich gekauft habe. Okay, Basti, komm mal mit raus. Oh mein. Wie findest du? Oh, Bro, ist das kacke. Warte, wie kann man den Namen einstellen? Verbrannt und verdorben finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Namen für einen Dönerladen. Mann, das steht so scheiße über, sieht so kacke aus. Okay. Ja, unser Hähnchenbus ist fast auf Level 4. Ja. Oh, 3. Ja. Alter. Was denn? Wir haben richtig gut 3 Sterne und so. Ja, ist gut. Ist ein guter Tag gewesen. Weiter geht's. Ja, und die wollen alle nur Grillteller. Jetzt cutten die in unsere Dönerbude, Junge. Ich kann's nicht mehr, Junge. Die wollen alle nur Grillteller. Ja, Mann, was wollt ihr mit Grillteller? Wir haben keinen Grillteller, ist leer, Leute. Nimmt den Hähnchenspieß, den wir da haben. Ey, Bro, ich geh jetzt ganz kurz was erspielen, dass ich für 200 Euro mir das Dings kaufen kann, ne?
Digga, du hast alle drei Runden verloren. No fucking way. Ich weiß auch nicht, no was shot. Warte, es kommt gleich neues Geld rein, Bleib in der Spielo, Ja. Bleib in der Spielo, wir haben einen, der... Nein, er will auch Ribeye! Bro, Realtalk, du hast unseren ganzen Laden damit gebumst, ne? Realtalk, du hast komplett reingeschissen. Nein, nein, nicht ich, nicht ich, nicht ich. Oh, warte, 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 vielleicht müssen wir nicht verkaufen. Hier will einer eine Hähnchenbrust. Ja, danke. Bitte, Bro. Ja! Oh mein Gott, lass dir schmecken. Kannst du bitte zweimal zahlen? Kevin, soll ich nochmal probieren? Geh's verdoppeln, los. Oder was will sie? Will sie Hähnchen? Nein, 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 nein. Entweder Hähnchen oder Spielo. Wenn sie... Ja. 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 Wir müssen nicht in die Spielo! Oh mein Gott, Basti! Ja? Mach dich schon mal bereit, stell dich schon mal beim Metzger hin. Ich sag dir, wenn Auszahlung kam. Oh mein Gott, wenn er jetzt auch Hähnchenbrust will, Bro. Ja! Basti! Oh ja. Mein Gott, Rettung, Rettung für den Laden! Oh mein Gott! Aber Bro, heute kommen keine Kunden mehr, es ist schon wieder dunkel. Oh mein Gott, wir sind gerettet, Bro. Ich serviere das aber ey, vielleicht nicht mehr heute servieren. Wir dürfen nicht zu viel Geld ausgeben. Wir dürfen nicht mehr... Ja, 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 ja. Vielleicht kaufst du das Ripper erst morgen, Bro, falls Kredit kommt. Kauf morgen erst Fleisch, vielleicht kommt Kredit heute Nacht noch. Okay. Hm? Okay, wir haben so eine Hähnchen... So zwei Hähnchenfilets, so Keulen bekommen. Bro, das ist seit... Und eine Suppe haben wir, Digga, auch. Digga, das ist... Kevin, it's Retalk, das ist seit... Also vielleicht siehst du es zum ersten Mal, das kommt seit 7 Tagen. Immer schon oben rechts. Aber wo siehst du die neuen Rezepte? Ich kann die gar nicht auswählen. Ja klar, bei Rezepte. Ah, okay. Ey, cool Fleisch, ja. Boah. Also heute ist wirklich raus aus den Schulden, Ladies and Gentlemen. So, Teller 2 schon mal ready? Restaurant Level 9, Bro. Schön. Ja, wurde auch langsam Retalk-Zeit. Schön. Alright, Basti. Der Tag ist vorbei. Schließ den Laden. Du weißt, was jetzt zu tun ist. Es gibt noch eine letzte Mission. Bro, wir haben gar nichts mehr. Basti, für jetzt ist es erstmal vorbei mit unserer Dönerbude. Aber ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Realtalk, wir haben so viel Geld heute gemacht, ne? Nein, haben wir nicht. Bro, wir haben 5.000 Euro gestartet. Haben alles verprasst, haben 5.000 Euro Kredit genommen, haben auch alles verprasst. Wir sind auf null, Digga. Wir haben kein Fleisch. Wir haben 10.000 Euro, wir haben kein... Digga, wir haben kein Fleisch für morgen. Wir haben kein Geld, Digga. Wir können keine neuen Krediten, wir sind... Digga, wie geil muss es sein, wenn du einfach so richtig viel Fleisch auf Vorrat kaufen kannst. Geh pennen, Digga. Ich kann es nicht mehr. So, oh, guten Morgen. Moin. Tag 9, 32 Kröten auf dem Konto. Du hast keine Klamotten. Es geht uns eigentlich, ich sag dir ehrlich, für 32 Euro auf unserem Konto haben wir noch ein bisschen sehr viele Sachen bei uns in der Wohnung. Digga, ganz kurz, ich hab vergessen, dass unser Laden verbrannt und verdorben heißt, Digga. Ja, wir müssen uns ja auch erstmal hocharbeiten. Kevin, guck mich an. Hä? Achso, da. Ja. Ja, ich bin's. Kevin, hast du mich schon wieder vergessen? Ne, aber ist nicht schlimm. Naja. So, ich hoffe, es hat geschmeckt. Boom. Alright, wir haben weitere 180 bekommen, Chat. Basti, meine ich? Ja, ich bin auch da. Sorry. Ja. Kevin? Digga, sie hat einfach eine Mülltüte hingelegt. Was ist mit der? Ja, dein Arsch, Alter. Hier. Hier, lass dir schmecken, Alter. Eine Mitty-Scheiße, Junge. What the fuck? Stauen sie, danke dir. Oh, da geht's ab weiter. Oh, Kevin, sei ruhig. Ich glaube, ich kenne die. Hast du was mit der? Nein, Bro, weißt du nicht, wer das ist? Digga, oh mein Gott. Das ist... Junge Dame. Das ist Penelope Rockstar. Guck ihr Shirt von hinten an. Bro, sie ist bei den Moto Motorcycles. Bro, das ist Gang. Hör mal zu, das ist Gang. Checkst du? Was heißt das? Von hinten, guck von hinten. Oh shit. Digga, pass auf. Oh, Entschuldigung, oh, ups. Ich hab das hier aus Versehen liegen lassen. Hallo, Sie möchten zahlen? Super, ich nehme mal ganz kurz das Geld neben dem großen Müllsack, ne? Den sie einfach in unser Etablissement gedroppt haben. Ganz kurz, ihr habt da was vergessen. Hier. Weg, ja, komm. Auch mal mitnehmen. Hallo, Entschuldigung. Den Müll, lass mal wirklich den Müll hier immer draußen so lagern. Ja, hier so. Okay, warte. Penelope, ich danke dir. Das passt mit dem Geld. Ja, perfekt, danke. So. Warte mal, ich mache mal ein bisschen... Advertisement? Wir schließen bald! Wer will noch einen gegrillten Männerteller? Sie vielleicht? Zocken Sie in der Basketball-League? So, ich dachte, wie kommt der jetzt da drauf? Digga. Bro. Die Basketball-League. Das ist doch die Nummer 8. Sie noch mal einen Grillteller?
Grillteilerchen, schon spät, war? Feierabend? Jetzt noch was essen. Mal reingehen. Oh, oh, da kommt Trimax. Digga, nee. Der sieht null aus wie Trimax, Bro. Ein bisschen. Der hat viel zu viele Haare auch. Warte mal. Warte mal. Haben wir nicht auch noch Schulden bei der Bank? Digga, wir sind noch 4000 im Minus. Wir haben noch einen Kredit von... Kevin, jetzt ist Feierabend und keine Probleme. Wir nehmen jetzt den Müllsack mit und dann zeigen wir mal, wir machen mal ein bisschen Stress. Wir müssen auch mal zeigen, dass wir ungemütlich sein können. Hier wird uns irgendwas abgezogen und so. Jetzt wird mal richtig randaliert. Hallo! Da sind wir wieder. Zack, der Müll, der wird mal geworfen. Wie geht's dir? Scheiße, hä? Ja, guck mal, das ist mein ganzer Einsatz. So viel Geld habe ich dabei, ja? Nice. Verzockt hat sie sich. So, jetzt holen wir den Bierchen, Chef. Jop, und damit erstmal wirklich wie ein Chef gehen wir da hin. Auf Arbeit. Guck mal, wie die alle neidisch gucken. Boah, das wird der beste Tag in unserer Karriere. Guter Start in den Tag. Hoppa, fangen. Zack. Ich glaube, wir müssen diese bossmäßigen Atzen müssen wir machen, diese Gourmets. Actually, wenn wir die Tomatensuppe machen, Bro, haben wir den ersten Guy und dann kriegen wir den Döner. Dann können wir den Döner Döner machen. Retalk. Wir müssen Tomatensuppe machen. Okay, Rezepte Tomatensuppe, ich pin mir das an. Was? Ja, ich auch. Wir brauchen Tomatos. Was? Kochtopf Wasser? Ja, Bro, wie soll ich denn Wasser kochen? Das habe ich nie gelernt. Ja, kriegen wir hin. Das habe ich nie gelernt. Ich hole jetzt. Haben wir denn überhaupt einen Topf? Ja, das sind die Schüsseln. Ja, die Schüsseln, die dich immer abfacken. Ja, safe? Ja. Mhm. Mein Bester. Tomatenladung vor der Tür. Danke dir, mein Bester. Großbestellung. Alter, Kevin! Was? Komm mal mit dir! Hier gibt's. Alter! 320 Quadratmeter! Restaurant vor Salé! 50k! 120 Quadratmeter Garten! Smalltown, Neighborhood! 50 Riesen! Digga! Vor Salé, Digga, was heißt denn das? Das ist die Zukunft, Bro. Vielleicht können wir das mit einem Kredit mal holen. Junge, nein. Einfach hochspielen. So, hier ist er, unser neuer Apparat. Aber wo sind die Suppenteller? Wir haben hier keine Suppenteller. Ja, die habe ich aber da reingepackt. Doch, du kannst auch. Einfach normale Teller. Oben links musst du den auswählen. Meinst du? Ja. Ist das ein Suppenteller? Boah. Ah ja. Also die Butter sieht echt scheiße aus. So, Kevin, okay, morgen machen wir die Suppe. Mein Bester? Dann haben wir echt super vorbereitet. Stell dir vor, es läuft hier jemand dran vorbei und sieht diese fertigen Teller mit dem Essen, was für den nächsten Tag ist. Ja, das passt schon. Bro, wie kriegen wir unser Wasser gekocht? Also sollen wir das? Also, wir können das auch auf dem Grill. Ja, machen wir auf dem Grill. Bro, ich sag ehrlich, lass uns den großen Tisch verkaufen, Basti. Schmeckt damit. Kommen wir ab in die Spielung. Retalk, sollten wir nicht lieber einen Herd kaufen? 180 die Platte. Ja, ich kaufe. Wo ist denn das? Einzelherd, ich hol den. Wo ist denn das? Ich sehe das nicht. Bei Station und dann das mit dem Feuer. Digga, der Grill kostet 2.000. Wir könnten den verkaufen. Mit dem Feuer? Ah, hier. Kleiner Grill. Ja, was kannst du. Ach, da, Einzelherd. Mhm. Kevin, ja natürlich, das müssen wir. Wir sind doch Koch und... Oh. Ja, kauf das mal. Zack, wenn das die Leute auch erstmal sehen, die werden auch ein bisschen staunen, was wir alles für Equipment haben. Weil guck mal. Wer schön, hat, schön. Der hat. Ja, okay. Ja, geh mal ins Bett, wa? Ja, ach, morgen gibt's Suppe, Bro. Scheiße. Meinetwegen, verkauf die Teller. Nein! Bleib hier! Mein Gott! Versteck dich hier! Gesundheitsamt! Bro, komm her! Komm hinter das Auto! Digga, was jetzt? Hör mir zu! Du! Digga, wie sind Sie bei verbrannt und verdorben auf die Schliche gekommen, dass bei uns alles verbrannt und verdorben ist? Kevin, Retalk! Es kann jetzt eventuell passieren, dass wir alles verlieren. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Lass mich reden, okay? Du machst das, ich bin einfach nur daneben. Du bist Chef, ich bin nur Mitarbeiter. Können wir unsere Klamotten noch ändern, Bro? Wir müssen was anderes anziehen. Warum? Was habe ich an? Bro, du hast nichts an. Die Kunden und so, die kennen das schon. Aber Bro, das ist Gesundheitsamt. Nee, juckt, glaube ich. Oh mein Gott. Juckt. Okay, dann lass mich vorgehen, alright? Okay. Ja, du gehst vor. Sei so seriös, wie es nur geht, Basti.
Ja, die... Oh, mein Gott, was für ein Gestank. Das ist ein Witz, ne? Das ist ein Witz. Ich habe dir gesagt, du sollst dich um dein Restaurant kümmern. Dafür muss ich dich bestrafen. Das ist nicht mein Restaurant. Das gehört meinem Vater. Und... Sie müssen Ihr Restaurant sauber und frei von verdorbenen Lebensmitteln halten. Denken Sie daran, dass Ihre Bußgelder exponentiell steigen werden, wenn Sie so weitermachen. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal besser aufpassen. Sie wissen nicht, was das für ein Etablissement ist. Sie können Ihr Restaurant so führen, wie Sie wollen. Aber wenn unsere Kunden eventuell das gewisse Extra haben wollen, dann geben wir das denen auch. Und wir sind für unsere Kunden ist das... Basti, du stehst im Weg. Da warten zwei Leute. Was ist hinter dir? Hey, sorry, ich habe hier was zu klären. Ich gehe jetzt hier nicht aus dem Weg, bis das Gesundheitsamt eventuell mal Einsicht zeigt und sagt, so das viel... Das sind die Fans von unserem Laden, Da hat noch nie jemand sich beschwert. Kommen sie sich ein bisschen doof vor, Da sind ein paar Fliegen und ein bisschen Schimmel, ja? Na und? Oh, warte mal, ganz kurz, sorry. Dankeschön. Danke. Bro, aber wie viel hat er jetzt Zeit genommen von uns? Ich glaube gar nichts, weil wir nichts haben. Warte ich mal ganz kurz mal. Ich mache jetzt mal hier den Kochtopf. 1, Alright, wir machen jetzt unsere allererste Tomatensuppe, Basti. Das ist heute die Mission. Oh, Scheiße! Scheiße, guck dir die Grillteller an! Die gehen doch noch. Nein, bei mir sind die komplett verschimmelt. Nee, bei mir sind die perfekt noch, Bro. Knall die einmal auf den Grill und dann sind die top. Ja, wir brauchen noch... Ich mach mir ganz kurz hier ein kleines Leberwurstbrötchen, ne? Oh, nee, Kevin, jetzt mal ganz kurz. Jetzt hast du ein Problem. Wo hast du die Tomaten hingemacht, die ich dir gestern Abend noch vor den Laden gestellt habe? Freunde, ich hab da hier einen Kühlraum. Warum machst du die Kohle in den Kühlraum? Damit die kühl bleibt, ey. Was für eine dumme Frage. Oh. Oh nein. Nein. Anscheinend ist es kein Kühlraum. Das ist eine Toilette? Der Kühlraum ist eine Toilette, Kevin. Woher wisst ihr das? Oh, Digga, ist das... Bro, die waren doch im Paket. Weißt du, wenn du so... Ja. Tomaten, die kommen doch immer mit diesen Kühlpackages. Ich dachte, das ist... Ja, so im Stunden. Paket ist wie Spawn Protection, Bro. Geh weg jetzt. Wie dieser ich sag, wenn du eine reinmachst, fällt nicht auf. Nein, ich hab schon genügend Tomaten. Bro, ich will das wirklich perfekt machen, okay? Hör doch mal auf, da jetzt zu schnippeln. Die sind doch gar nicht... Sind die Dupen? Bro, was? Hör auf, Bro, eine Tomate kostet 3 Euro. Wir müssen jetzt nicht ernsthaft Tomaten dupen. Das sieht sehr gut aus, Bro. Danke. Jetzt ist da so eine rote Suppe bei mir drin. Ja, und das ist sie. Geil. So, dann mache ich schon mal das Essen von gestern warm. Ja. Ich mach die Hähnchenbrust aber. Ja, mach mal eine Hähnchenbrust. Ich fülle mal eine Suppe auf. Klaro. Ja, sind mal 220 Milliliter drin. Mal ein bisschen mehr. Zack. So, jetzt muss ich schnell servieren. Ich mach. Aber mach mal bitte noch Dings auf. Mach mal das andere Rezept noch drauf. Tomate. Oh, 3,0! Schön! Schön! Ich kann Suppen kochen, weißt du? Ich kann Suppen. Sehr gut, Bro. Okay, das ist 3,0 von 4. Nee, 3,0 von 3. Es ist perfekt. Es ist mein Durchbruch! Digga, das ist das beste Essen, was wir je gekocht haben. What the f... Bro, und das erste Mal kommen oben links nicht 7 bis 9 Kunden, sondern 8 bis 10. Boah, Digga, ich bin... Ich glaube, mit besserem Essen kommen mehr Leute. Ich mach den Laden auf, Basti, ja? Bist du bereit? Ja. Heute wird unser Tag. Kommen Sie rein, Chef. Wie soll... Oh, eine Suppe! Okay, jetzt bin ich gespannt. Den Tisch dann aber direkt auch kaufen. Suppe, Bro! Real talk! Alle, die ganze Stadt will Suppe. Grillteller ignoriert. Hast du noch eine Suppe ready, falls noch mehr kommen? Ja, ist doch da. Ich habe 5 Portionen noch drin im Eimer. Okay, er sagt super, er sagt klasse. Wie schmeckt's? Okay, Bro, wir brauchen einen Tisch. Okay, haben wir schon Juan freigeschaltet? Ja, haben wir. Digga, wir können jetzt den Dönerspieß machen, glaube ich. Aber ist das nicht ein Endboss, Juan? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist ein Boss. Die sind jetzt bereit. Ich warte auf deine Einladung. Und wie verfügbar. Oh mein Gott, der kommt jetzt unser Essen testen. Nein, wir müssen ihn, wenn, aktivieren. Ja, soll ich machen? Ja, Bro, soll ich vielleicht noch Hähnchenbrust ready machen, dass wir noch... Nee, Tomatensuppe, Bro. Ist der nur Suppe only? Oh, Hähnchenbrust brauchen wir auch. Ich hole eine neue Hähnchenbrust. Ja, mach.
Lass morgen machen, lass morgen machen. Wir holen den morgen. Oder vielleicht ist es auch so, wenn wir den jetzt holen, dass der morgen erst sowieso erst kommt. Ja, ich werde morgen da sein. Alles klar. Morgen ist unser großer Tag, Basti. Wir dürfen morgen nicht verkacken. Real Talk, Kevin, du musst dir was anziehen für morgen. Ich bleib nackt. Weil ganz ehrlich, wenn der Restaurantkritiker mich nicht nackt will, Erik, nicht, wenn er mich nicht so will, wie ich Weezy, bin, Basti, weißt du, dann ist scheiße ich auf seine Meinung. Komm ganz kurz mit. Ich erzähl dir eine Geschichte, okay? Ich hatte mal einen Traum. Okay. Und mein Traum war es, immer dieses Lokal irgendwann zu besitzen. Wow. Gastronomie auf einem anderen Level, auf einem super hohen Level. Mhm. Und wenn ich mit dir gemeinsam irgendwann das größere Restaurant, vielleicht das größte Restaurant der Stadt betreiben möchte. Der Welt. Der Welt eventuell sogar. Denkst du, wir können das mit unserem aktuellen Aussehen und Auftreten? Ich würde mich dann umziehen, wenn wir das neue Haus holen. Aber solange wir in unserem kleinen, süßen, ja, familiären Betrieb sind, bleib ich nackt, Basti. Okay. So hat es unser Vater auch gemacht. Und so wollte er es. Genau. Unser Vater war 40 Jahre lang nackt in diesem Betrieb. Und wenn wir einen Traum haben, um die 50.000 zusammenbekommen wollen, dann müssen wir auch Risiko gehen. Jeder, ja, komm, 500. Ja, komm. Ja, let's go. Gott, oh Gott. Ja, jetzt, ey, wir müssen schlafen, Bro. Wir haben gar nichts mehr. Basti, heute ist der große Tag. Du weißt, was heute passiert. Ja, der Endboss kommt heute. Okay, lass das Schild noch, bitte. Lass das Schild noch. Wir müssen alles warm machen. Ja, alles warm machen. Mach Geschirr, alles Geschirr fertig. Was machen wir denn heute? Wir machen heute eine Tomatensuppe. Und einen Grillteller. Und ich würde sagen, wir machen einen Grillteller. Ja, weil unten. Ich würde sagen Hähnchenbrust. Hähnchenbrust bringt mehr. Hähnchenbrust ist verdorben bei mir, die Chilis. Bei dir nicht? Guck mal. Nee, ist alles noch gut. Alles noch gut. Zack. Suppe. Finalmente. Machst du auf den Dings? Bitte schnell, schnell, schnell. Solange sie noch warm ist. Schnell! Ja. Mann. Boom und Boom. Ist bekannt. 3-0, ja. Wundervoll. Perfekt. Alles 100%. Das ist sehr wichtig. Und jetzt die Hühnerbrust. Ist die schon warm? 2,5 von 3. Ist auch okay. Okay. Die ist nur verkauft von gestern noch, aber ist egal. Ich sag ehrlich, ich finde, es ist ein sehr, also die Sterne stehen perfekt. Die Sterne stehen perfekt, Basti, ja, dass der Typ jetzt kommen kann. Ich sage, wir machen jetzt auf. Ich hole noch eine Hähnchenbrust, damit wir vorbereitet sind. Ja, falls er richtig viel Hunger hat. Guter Call. Haben wir noch Tomatensuppe auf Spare übrig? Ja, ne? Ja, geil. Ja, 800 Milliliter, Bro. Also Tomatensuppe kann man so, wir machen nur Suppe immer. Ich schwöre, Suppe ist das Beste. Ich mache jetzt auf, ja? Ja. Wieso hast du eigentlich diese... Alter, was ist hier? Alter, what the fuck, guck mal hier. Oh mein Gott, tschüss, Bro, ich bin nervös. Hier wird er sitzen. Sollen wir ihm irgendwie einen anderen Platz geben? Nee. Warte mal, wir geben hier so einen Präsenten. Hier, warte. Digga, Real Talk, er kriegt Chef's Table. Scheiße. Er kriegt Chef's Table in der Küche, wie es in so Sterne-Restaurants ist. So, schönen guten Tag. Heute ist der Tag. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Ja, die Suppe ist da, mein Bester. Lass dir schmecken. Essen ist am Brennen. Bro, ich hab den Grill im Blick. Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, sie haben meinen Tisch reserviert. Basti, ist der Tisch für Juan fertig? Alles ist da für Juan. Opa, ich mach nochmal schnell sauber. So, bitte gehen Sie schnell, schön. Juan. So, einmal abkassieren. Habe ich gemacht. So, Hähnchenbrustteller 2 ist fertig. Hallihallo, Sie wollen einmal bezahlen, Kevin, wischen? Ja, ich mach. Wo? Nee, Abwasch meine ich. Dass du das. Achso, ja, mach ich. Hähnchenbrust auch. Boah, wo bleibt er denn? Hab ich gemacht, Chef? Super, schön immer wieder einräumen. Heute müssen wir super glänzen und strahlen. Oh! Ach du Scheiße! Okay. Ruhig bleiben, Basti, ruhig bleiben. Unser Restaurant ist nochmal Level abgekommen. Hallo. Wir tun so, als wäre ein normaler Gast. Weißt Bro, du, er soll sich. Ich nehme seine Bestellung auf. Hallo. Hola, amigo. Ich bin Juan. Nein, nicht so schnell. Achso, sorry, ich hab's sauber gemacht. Mein Bad. Für mich ist scharfes Essen eine Lebenseinstellung. Ich kann nie ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund bleiben. Sogar der Kaugummi, den ich kaue, ist scharf. Sie wollen meine Zustimmung? Dann wird dieser Ort heute heiß. Wir haben schon lange keinen neuen mehr gesehen, der Meister war. Ganz schön verknallt. Du willst dich mit den... Hey, dann soll es so sein. Besorgen Sie mir einen Teller mit den schärfsten Hähnchenschenkeln! Mit den schärfsten Zutaten! Weißt du, welchen Grad an Schärfe ich damit meine? Spicy Juan, heiß!
Okay. Ich mach. Junge, er kommt auf einmal mit so Special. Ich hol die Hähnchenschenkel. Mach du Rezept auf. Was ist das? Hühnerbeine? Hühnerbeine, ja. Hühnerbein, Salz, Tomate, okay, haben wir aber. Auf einem Teller übertragen. Haben wir Chili-Pfeffer, Bro? Ja, haben wir. Dale. Warte, wir brauchen zwei Hühnerbeine. Ich hol noch eins. Ja, zwei Hühnerbeine. Juan, einfach ein bisschen warten, mein Bester. Wie geht's denn sonst so? Der Hut sieht super aus. Ich hol kurz das Hähnchen, einen Moment. Tomaten, Tomaten! Hier, Hähnchen. Hol Tomaten! Mach ich, einen Moment. Hier ist das Hähnchen, schnell! Was hast du denn jetzt hier geholt? Das sind doch die Hühnchen. Ja, okay. Wie viele Tomaten brauchen wir? Hol ein paar. Schon so drei, ja? Ja, warte. Ach, ich bin so nervös. So, Chili-Pfeffer. Leg mir das mal bitte hier in das Hühnerbein. Warte, ich mach schon. Nein, das sind die Tomaten. Wo ist das zweite? Hier. Danke dir. Soll ich Tomaten schnippeln? Soll ich irgendwas machen? Wo ist das? Passt. Guck dir auch das Rezept nochmal ganz kurz an. Ja, du musst Hühnerbein würzen mit 3 Gramm Salz, 3 Gramm Chili-Pfeffer. Tomate grillen. Tomate grillen und dann schneiden. Mehr Chili? Nein, oh. Der kriegt nicht mehr. Der kriegt so ja, viel. Ja, ich weiß nicht, sollen wir dem mehr. Ja, das habe ich auch überlegt. Sollen wir dem mehr Chili geben? Nein, ich will das, ja mehr das, Chili. Das Spiel ist nicht so krass. Bro, aber. Auf jeder Seite backen. Er will schärfer. Naja, dann kriegt er noch ein bisschen. Und dann kriegt er 5 Gramm Chili. Ja, mach auf. Juan, geht's dir super sonst, mein Bester? Du hörst nicht, dass wir komplett verzweifelt sind. Ey, macht ihm so richtig viel Chili drauf. Der soll richtig abkacken, Alter. Bro, Rita, ich hab noch nie so gekocht wie jetzt. Geil. Okay, hast du die Dinger im Auge? Ja. Yeah, ich hab gleich die Tomate. Tomate ist schon fertig. 7 Gramm, der hat so, mehr als ich, doppelt so viel. Sag, Teller. Ist da. So, okay. Tomate ist angerichtet. Ich nehm die Schenkel. Warte, ich mach 10 Gramm. Ich mach 10 Gramm Chili. Züchtiger. Ja, Bro, der wird brennen. Ja, okay. Mach, ja. Okay. Dann haben wir alles. Kommt da noch was drauf? Nee, hast du den zweiten Schenkel? Bei mir ist nur einer drauf. Jetzt, bei mir okay. Sind zwei drauf. Dale. Amigo. Okay, quieres comer? Buen appetito. Komm. Okay. Komm. Juan. Digga, wir haben Kartoffeln vergessen, oder? Nein. Heiß. Es ist spicy Juan hot. Geil! Ja. Das ist das, was er wollte. Ja. Ich habe mich ein wenig hinreißen lassen, aber du scheinst vielversprechend zu sein. Der Meister wird sich darüber aufregen, aber ich muss dein Gericht genehmigen! Ich sollte besser einen Weg finden, ihnen das zu erklären. Schafer Juan, raus! Let's go! Aber hey, umsonst ist... Er zahlt nicht? Was ist das jetzt? Sorry, ganz kurz, Digga, wer denkt der, wer ist, Digga? Juan, ganz kurz, ne, du kannst... Nee, quatsch immer noch voll. Und jetzt haben wir mehr Rezepte sozusagen. Genau, und wir können jetzt einen richtigen Döner machen, Bro. Basti, ich finde, wir sollten uns im Casino feiern heute Abend. Ja, wir gehen heute mal ausnahmsweise ins Casino. Digga, Reed, heute ein letztes Mal. So, okay, dann lass mal schauen. Wir haben jetzt auch neue Sachen im Gebäudeshop freigeschaltet. Ich glaube, wir können Snipe, danke auch. Kalle. Neue Stationen kaufen. Ja, wir haben einmal den Fleischwolf dazu bekommen, Bro. Und, oh mein Gott! Ja? Sie wird für die Zubereitung von Döner verwendet. Die Fleischstücke werden in der Maschine befestigt und gedreht. Digga, wir haben einen richtigen Dönerautomaten hier. Bro, bei Station? Ja, bei Feuer, Digga. Der für 400, ich kauf den jetzt, Bro. Dann lass uns das mal richtig gut gehen, oder? Wir haben für morgen noch Suppe und einmal noch einen Steak-Teller, dann können wir jetzt. Oh, doch. Einfacher Kebab haben wir freigeschaltet jetzt. Wo denn? Wenn du bei Speisekarte reingehst. Ja. Und Hähnchenspieße haben wir auch freigeschaltet. Oh, ich seh's. Wir brauchen ein Ribeye, dann mit im Fleischwolf zerkleinern, dann das Schwanzfett nochmal schneiden. Digga, was warst du gerade? Für was? Hackfleisch für, was genau? Für den einfachen Kebab. Wir brauchen ein Ribeye, das müssen wir in den Fleischwolf packen. Dann müssen wir Hackfleisch noch hinzufügen, Schwanzfettstücke, ja. Ja, dann machen wir nächsten Tag, würde ich sagen, einmal einen einfachen Kebab und ich mache eine Tomatensuppe. Oder? Ja, Tomatensuppe ist doch eh schon fertig. Also, die ist doch noch vorpräpariert. Bro, ich sag ehrlich, Basti, wir sollten aus der Schuldenfalle raus. Wir gehen heute nicht ins Casino. Ich zahle unser Kredit. Kevin! Heute ist kein Casino-Tag. Kevin, hallo, kannst du mal vielleicht vorher nachdenken? Bro, ich bin hier beim Metzger.
Wir können uns das Fleisch nicht mehr leisten. Wie sollen wir denn Döner machen ohne Fleisch? Ja, okay, check. Das ist jetzt ein Problem. Willst du versuchen, die Lampen jetzt zu verkaufen oder was machst du jetzt? Oh, soll ich machen? Probier doch. Boah, die bringen richtig viel Asche, Digga. Ich sag, so viel brauchen wir gar nicht. Das reicht doch voll an Licht, so, oder? Mhm. Easy. Na, dann mach du, Kevin, Retalk, geh auf Rezepte, geh auf das Tomatensuppenrezept und pin dir das an. Und mach genau das, was da steht. Okay, also ich bin der Tomatensuppenarzt. Du bist Suppenarzt, ich mach jetzt hier mal, ne? Okay, du hast noch eine Suppe, die reicht. Nein, wir machen eine neue. Die alte haben wir weggekippt. Kevin, guck mal. Ja. So, jetzt wird das Schwanzfett noch geschnitten. Ja. Okay, ich gebe die erste Tomatensauce ab. 3,0. Geil. Traumhaft. Warte, ich guck mal, was bei mir ist. Auch, ja, super. 3,0. War das 3,0 von... Achso, es war von 3 sogar. Ja, okay, ja, perfekt. Ja, klar, ich habe Petersilie vergessen, aber es juckt anscheinend. Alright, let's go. Leute, es ist viermal Schwanzfett drin. Okay, was machst du? Hähnchenspieße oder Kebab? Einfacher Kebab. Okay, habe ich auf die Liste gepackt. Ich baue einen Spieß. Haben wir Spieße? Ja, haben wir. Boah! Kevin. Was denn? Es ist ein historischer Moment. Der muss auf den Grill, Bro. Was machst du? Ach so. Nee, wir haben den noch gar nicht, Bro. Du musst den einfach ganz normal grillen. Digga. Was genau hattest du mit dem Kollegen und dem Automaten gerade vor, Bro? Digga. Basti! Wir müssen aufhören, in die Spiele zu gehen. Ich hab da gar nichts gemacht. Wenn wir Geld sammeln, können wir uns einen Greifautomaten kaufen, Bro. Oh mein, ja. Okay, Alter, wir müssen sparen für noch mehr Gamble-Spaß. Lass jetzt auf Full Grind gehen, Bro. Digga, siehst du, was ich eigentlich hier mache? Nee. Ist das Fleisch durch? Bei mir ist das nicht durch. Bei mir schon, oder? Okay, gut. Ich vertraue dir. Aber wie kriege ich das jetzt ab? Oder bleibt... Ist es so... Bumm. Ja, genau so, ja. Und jetzt drauf. Und jetzt... Warte. Digga, ist das einfach Knoblauch angebraten? Paprika angebraten und Fleisch? Ja. Digga. 3,8? Von 4? Ja, Bro, 3,8. Das ist hier ein neuer Weltrekord, was ich mache. Ja, schön. Guten Morgen. So, oder will der Erste den Kebab? Ich weiß nicht, ob das ein Game ist, was sehr grindintensiv ist oder ob wir noch irgendwas falsch machen. Weil ich habe das Gefühl, wir machen noch nicht so mega viel Cash. Kann aber auch daran liegen, dass wir alles vergambeln. Das ist eine ernsthafte Frage von dir, Bro. Wir verzocken alles nach jedem Tag. Ja, aber ich meine, wir machen jetzt auch nicht so crazy viel Profit trotzdem. Doch. Also wir machen halt 1000 oder so, you know. Ich leg dir hier alles hin, Chef. Danke. Das kannst du einpacken. Ja. Mach ich. In den Kühlschrank? Ja. Bro, aus dem Fleisch kann ich richtig viel machen, ne? Ja? Naja, guck mal, es ist ja immer noch Hackfleisch. Das ist jetzt der zweite Spieß, den ich mache. Oh, okay, das ist geil. Bro, das ist ein bisschen... Ich kann den von hier abkassieren. Wir machen ein bisschen Plate up. Hör mir mal zu. Du weißt, in was für eine Richtung hier unsere Unterhaltung heute auch geht. Wir haben jetzt 1,8. Wir können einmal zocken. All in. Wir könnten es jetzt entweder holen wir noch was rauf oder wir wenden den Tag mit 900, was trotzdem gut ist. Nee, ich sag ehrlich, lass nicht machen. Lass real talk nicht gamblen heute. Was los, hm? Ja, dann möchte ich, dass du das Geld jetzt ausgibst. Für was? Upgrades. Bessere, noch Tische. Mehr. Ich glaube, real talk, dass mehr Tische nicht mehr Kunden bringt. Ja, okay. Lass für den Tee sparen, Bro. Wie viel kostet Tee nochmal? 3000, aber das ist mega worth, glaube ich. Und dann holen wir noch einen Kaugummi-Automat für 2k dazu. Digga, dann holen die sich einen Kaugummi, einen Tee, you know? Ich mach 250 und mach jetzt auf 2000, okay? Okay. Und dann holen wir den Kaugummi-Automaten oder den Tee. Oh, schön. Hast du. Nice. So. Okay, wollen wir, jetzt müssen wir, können wir entweder auf 3000 auf den Tee-Automaten sparen. 3000, wir kaufen morgen Tee. Okay, Tee passt zum unserem Etablissement. Das widerspiegelt uns auch. Okay, geil. Saki! Beides Level up. Beides Level 154 Takis für eine Tomatensuppe. Und der Kebab bringt auch richtig viel. Sehr geil.
So, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wirklich... Alter, wir haben 2000 Profit gemacht heute. Also Feierabend. Holy shit. So, du Suppe, ich Dings. Suppe ist hier noch kalt. Ja. Da sind nochmal 2 Dings drauf. Können wir die Spieße irgendwie mal irgendwie festhalten? Also da kann man das irgendwie ein bisschen besser machen? Wo weiß ich denn, dass was fertig ist? Bro, oben rechts, wenn du da drauf gehst, da ist immer... Jetzt ist rot. Dann ist ja, es, jetzt dann ist warm. Es fertig, ne? So, du meintest ja, dass du der, der Einkäufer und Kellner bist. Wir brauchen mehr Anzünder. Ja, hol ich, Chef. Kauf so, mal ich direkt. Ich mach schon mal auf die Speisekarte, mach ich schon mal für heute Tomatensuppe. Und den, du machst den einfachen Kebab einfach, oder? Genau. Nice, hab ne perfekte gemacht. 3-0. Super. So, Chef. Okay. Super. Schubladen sind voll. Ich glaube, dann würde ich den, die Tomatensuppe mache ich wieder in den Kühlschrank. Ich würde sagen, wir sind dann fertig. Wir tryharded. Ja, 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 ja. Lass doch Tomatensuppe. Bei dir ist irgendwie ein Schalter jetzt umgelegt worden. Auf einmal machst du mir hier so einen vorbildlichen. Wenn wir 25k haben, können wir einen 50.000er Kredit aufnehmen. Und dann können wir direkt das große kaufen auf Pump. Ja, aber Bro, bis wir über solche Dimensionen reden, das ist noch eine Weile hin. Und wenn wir 10k haben, können wir uns für 20.000 schon einholen. Das geht. Ja. Kevin, eins am anderen. Jetzt erstmal Tee. 3000 Tee. Ja, wir müssen auch heute den Kredit wieder abzahlen, ne? Heute ist wieder Tag 14. 7 Tage sind wieder rum. Wir müssen wieder unsere Zinsen zahlen. Wir machen heute 2000 Euro. Wir verlieren halt auch in Zinsen, Digga. Wir sollten unseren Kredit langsam abbezahlen, Bro. Real talk. Okay, wir starten den Tag, Bro. Wir kaufen Tee. Ich will nicht mal mehr Tee. Wer bist du? Was ist los? Ja, Mann, das ist schwierig, weil wir verlieren halt die ganze Zeit auch Geld durch den, you know? Du fuckst mich ab. Ja, du mich auch, Digga. Ja, und was will er haben, hä? 1-0 für Basti. Lass dir schmecken, mein Bester. Coole Brille. Der kommt doch aus dem Fitnessgym. Naja, der arbeitet da. Der holt sich hier ein paar Fitnessdinger. Hallihallo! Susi! Das sieht mir nach Tomatensuppe aus, ne? Oh, Susi, nimm dir doch mal gerne einen Adana. Oh, Steven! Moinsen! Wie läuft der Gemüseladen drüben? Hab noch eine kleine Profitquelle gefunden. Oh, Steven will auch noch mal Adana. Ey, ich mach mal eine kleine Veränderung, Basti. Ja, warte. Oh, Adana ist fertig. Na, können wir irgendwie noch nicht jetzt machen. Oh, oh, oh. Bro, guck mal, was ein Klatsch. 3-7. Und sie nimmt sich den. Boah, super. Schön. Auf Rot. Am letzten Drücker. Geil, und, abkassieren, Drücker. Kevin. Ja, sorry, ich habe eine kleine Veränderung gemacht, Basti. Was hast du gemacht? Ich habe die Teller hier hinten an die Spüle gemacht. Dann kann ich die direkt grabben. Und dann hier reinmachen. Dann sind wir ein bisschen schneller. Wir haben die 3K, Bro. Alter, wir sind auch Level 19. Wir kriegen gerade unfassbar viel XP irgendwie. Holy shit! Ich kauf die Teemaschine, oder? Lass nach Feierabend machen, oder? Dann können wir es besser gut beobachten. Ja. Der Tag ist zu Ende. Wir haben 4000, Bro. Dann zahle ich jetzt allererstes den Kredit. Wie viel ist denn das die noch? Zinsen ab? 500. Ja, und müssen dann wir machen. Und dann kaufe ich den Teeautomaten. Dann, wo mache ich den hin, Basti? Hier vorne? Ja, direkt neben dem Eingang, dass wir sich alle nehmen können. Boah! Schön neben dem Müll. Nochmal den Mülleimer mach ich mal. Kommt mal hier hin. So. Das sieht von außen bestimmt auch richtig gut aus jetzt. So, ne? Ja, nehmen wir. Okay, geil. Kebab ist auch Level Up, Bro. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Geld. Sehr geil. Der ist ja auch sehr, sehr gut gemacht. Ey, guck mal, hätten wir heute den Teeautomaten und die und den Kredit nicht abgezahlt, Bro, hätten wir heute stabile 1700 oder so Profit gemacht. Ja, wir haben auch kaum was geholt. Also, wir hatten auch schon gut vorbereitet. Sehr, 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 sehr gut. So, dann lass uns mal, Kevin, wie wollen wir denn an die Sache rangehen mit dem neuen Mitarbeiter? Ich würde sagen, wir holen den noch nicht. Wir machen einen Tag, machen wir testweise nur zu zweit, gucken, wie es ist. Mhm. Und wenn wir es gar nicht hinbekommen, dann, also wenn wir es hinbekommen, dann lassen wir es erstmal, machen erstmal weiter so. Und wenn wir es nicht hinbekommen, würde ich sagen, dann holen wir uns einen. Kevin, guck mal vor unserem Laden. Digga, die stehen Schlange. Bro, wir haben es langsam geschafft. Checkst du langsam, was hier abgeht? Junge, what the f... 10 bis 13 Sekunden auch. Alter, heute geht's richtig ab. Aber ja, weil wir heute richtig auftischen. Hier. Übelst geil, Digga. Ey, die Tomatensuppe wird irgendwie gerade bei mir keine Tomatensuppe. Mhm. So, zweiter Adana. Ich hab alle Fleischgerichte sind doppelt am Start. Mach den Laden auf, Real Talk. Der Tag ist perfekt vorbereitet. Wir haben alle drei Gerichte. Ich mach den Laden auf, ja? Ja, alle drei Gerichte vor allem mehrfach ausgeführt. Alter, kommt rein. Wollt ihr einen Tee? Schönen guten Tag. Ist doch schön. Ganz viel Auswahl heute. Adana, ja, der ist da. 3-4 heute.
Lass dir schmecken, ne? Moinsen, Matze, was darf's denn sein? Eine Suppe erstmal zum... Ja, machen wir heute mal zwei Gänge oder was? Nimm's dir mal mit. Ja, hier, Suppe ist noch da. Direkt, ja, warte mal, wir haben gerade direkt zwei Tees gesellt. Wir haben gerade zweimal 100 bekommen. Ja, nimm's... Oh, guck mal hier, da macht sich's richtig gemütlich. Alle haben Tee. Das ist ultra... Überleg mal, wie viel Geld das ist. Digga, das Essen, da zahlen die 200 den Tee nochmal 100 on top. Bro, das ist 50% mehr Profit durch den Tee, Digga. What the f***? Boah, ich glaube, wir brauchen einen Tellerwäscher. Wir brauchen einen Tellerwäscher. Ja, ich glaube auch. Es gibt einen Getränkekühlschrank. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Der kostet auch 3000. Ja, den holen wir als nächstes. Und Kaugummiautomat. Der kostet 2000. Würde ich beides noch dazu holen. Neue Suppe, bitte Suppe neu. Ja, mach ich. Du musst die Leute abkassieren, Bro. Mach ich die ganze Zeit, Bro. Schön. Adana kommt. Eine 3-4 ist okay. Hab wieder eine 3-0 gemacht, perfekt. Ich sag dir ehrlich, auch Kellner. Real Talk, bei uns läuft so krass, wir können. Ja, meinst du? Ja, Digga, guck mal auf Kontostand. Wir hatten vollen 6 Euro auf dem Konto. Ey, Bro, wir haben dann so eine Familie zu ernähren und so, ne? Wir müssen dann Leute ernähren. Wir können ja nicht einfach alles weggehämbeln und so. Will keiner machen. Du bist ja jetzt auf einmal Mr. Weiß ich nicht. Nehmen Sie sich noch einen Tee, bitte. Hallo, wie war das Spiel beim Basketball? Alter, wir machen so viel Geld. Ich glaube, das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt dreimal Essen haben, verbrauchen die sich halt auch nicht so crazy schnell. Aber es teilt sich so ein bisschen, you know? Ist unser Kredit abbezahlt? Nein, Bro, noch gar nicht. Nicht mal annähernd. Wir zahlen den auch noch. Wir zahlen den nie ab. Wir zahlen nur die Zinsen ab, Bruder. Ach so. Das ist ja das Ding. Ja, dann müssen wir, glaube ich, einmal verdoppeln. Wir könnten nach heute den Kredit komplett killen, Bro. Wir können komplett tilgen. Wenn ich jetzt zahle, haben wir alles an Kredit abgezahlt, Bro. Wir sind dann raus. Müssen wir machen, Bro. Ich würde, ehrlich gesagt, noch weiter aufs Passive. Ich würde jetzt erstmal noch weiter passiv. Wir konnten heute... Ja, okay, ah nicht. Irgendwann sind diese 3.000, 4.000... Ja, ich weiß, es wird immer noch Zinsen und so, aber... Ja, nee, ich check. Erstmal investieren auf passives Einkommen. Ja, und meinst du, die können sich halt einen Kaugummi und einen Tee holen? Ja, Bro, wenn ich jetzt in den Dönerladen reingehe, ich sehe Kaugummiautomaten und Tee. Ich werde direkt alles. Ich hätte Taschen schon voll. Dann stelle ich jetzt hier so einen Kaugummiautomaten hin, ja? Ja. Mach hier in die Ecke, links. So, hier? Jo. Okay, Kevin, okay, pass auf. Jetzt, wir müssen morgen wieder 2 Adana ready haben und wir müssen 2 Grillteller ready haben und 2x Suppe. Suppe ist easy. Ja, machen wir alles morgen früh. Jemand hat im Chat gerade geschrieben und ich finde, es ist Zeit. Wir nehmen den Laden um. Er ist nicht mehr verbrannt und verdorben. Es ist nicht mehr verbrannt und verdorben. Der heißt jetzt anders. Wie heißt der jetzt? Digga, es ist Octo und Gare, Bro. Die Leute, die wissen. Octo ist ein Insider Gare. Jetzt. Ja. Yep. Nur wenn ihr hier heute dabei wart, dann checkt ihr, was Octo und Gare ist, Bro, alright? Eben. Octo und Gare, deutsches Ochs und Klee. Kennst du Ochs und Klee? Das ist so ein Sternerestaurant in Köln. Nee, oh, Basti! Oh, nein. Nein. Oh. Bro, Schild sieht aber krass aus. Was ist denn los? Mein Gott, was für ein Gestank. Ich habe dir gesagt, dafür muss ich dich bestrafen. Sie müssen ihr Restaurant sauber und frei... Okay, was kriegen wir jetzt verloren? Gar nichts, oder? Hä? Was blabbert der mich denn von der Seite an? Digga, was ist das, Alter? Tag 16, Ladies and Gentlemen! Wollen Sie noch ein Kaugummi? Ich bin gespannt, ob die sich jetzt ein Kaugummi mitnehmen an den Tisch. Tom, danke dir für 6 Monate. Ja, sieht gut aus. Ja, Alter, der Kaugummi bringt 125 und top. Digga. Alter, what the f***. Das ist ultra krank. Bro, nach 2 Tagen, wenn zweimal der Kaugummi-Automat komplett leer ist, lohnt sich das Ding schon. Ja, das Passive ist jetzt, glaube ich, das wird auch dann nochmal ein Rekordtag. Das würde richtig reinschallern langsam. Boah, alles neue Suppe. Ja, die Hühnersuppe, sehr geil, die brauchen wir. Weil, wenn wir die machen... Also wenn wir die ausreichend machen, dann können wir Tony freischalten. Tony? Dann kriegen wir einen elektrischen Ofen und eine Knetmaschine. Real Talk, Kevin. Das ist ein Kundenbait. Real Talk, Kevin. Ich sag dir eine Sache. Wir müssen die Hühnersuppe heute machen. Ich kaufe diesen Kochtopf. On the go. Wir machen es einfach on the fly. Während der Tag läuft. Na, guck mal. Real Talk. Also im 2x2 Adana kriegst du doch auch hin. Adana ist Hackfleisch fertig. Das auf den Spieß. Knoblauch braten und die grüne Pepper. Und dann fertig. Okay. Adana ist noch 2x da. Mach Hühnersuppe rein und ich mach das heute. Oder gib mir einen Mini-Kredit. Gib mir einen Mini-Kredit, ich brauch 500 Glöckchen. Ja, komm, wir nehmen Kredit auf. Mhm. Wir können den auch heute direkt, also ich könnte den ja jetzt direkt wieder abzahlen. Dann hatten wir nie einen Kredit, you know? Wenn wir heute Abend, wir müssen jetzt einfach nur so haben, dass wir am Ende wieder 5k haben. Ja, yep. Machen Was wir. Was machst du gerade? Ich mach jetzt die Hühnersuppe.
Okay, dann bereite die jetzt auch direkt vor und warte ich noch kurz. Wie findest du hier meine Station? Ist geil, ist geil. Boah, die. Hast du mal reingehauen? Also ist auf dem Dings? Ja. Eine 5. Eine 5-0. Alter, das ist perfekt, oder? Das ist eine glatte, das ist eine meisterhafte Leistung hier von mir. Wow, Bro. 12 bis 16 Kunden, Junge, kommen heute. Okay, ich mach den Laden auf, ja? Und Suppe kriegen wir ja easy gerefilled. Weißt du, was ich meine, Bro? Ja, ja, das ist perfekt, Bro. Alle rein, bitte. Kommen sie. Alter, jetzt geht's ab. Holy shit, Chat. Jetzt wird Geld verdient. Kaugummis und Tees sind auch für Sie alle da. Und wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallihallo. Fucking Geld gedruckt, Alter. What the fuck? So. Kredit ist wieder weg, Basti. Ja, wir sind gleich kreditfrei. Also easy going. Wir haben jetzt noch die zwei Bills zu payen. Einmal die Strafe und dann müssen wir 400 noch zahlen für die Instandhaltung von unseren beiden Maschinen. Ist doch okay, aber das ist auch so, macht man das auch. Das ist ja normal bei uns Geschäftsmänner. Wir müssen auch mal mit unseren laufenden Kosten auch mal richtig wirtschaften. Und der Greifarm, er kommt. 25, Kevin. Ey, wir sind Level 25, Basti. Oh ja, mein Gott, Chat hat gerade geschrieben. Das heißt, wir haben den Greifautomaten. Bro, das habe ich dir vor 5 Minuten gesagt. Ah, okay, habe ich nicht gehört. 10.000 kostet der. Züch. Ja, machen wir. Zweimal Spilo. Oder Kredit aufnehmen, geht auch. Boah. Für den wäre Kredit sogar worth it, Alter, weil der wird richtig viel bringen. Bro, auch. Real Talk müssen wir. Das Kredit nehmen und dann, den Kredit einfach. Wir zahlen auch den Kredit einfach ab, bevor die Zinsen kommen. Dann haben wir basically free money gehabt. Also, weißt du, haben wir free leverage, ohne dass wir. Digga, ich gehe die ganze Zeit so Fehler, so Debug-Fehler, Bro. Oh, wir haben ein neues Rezept freigeschaltet. Geil. Was haben wir bekommen? Aubergine-Kebab. Ja, ich würde erstmal beim normalen ich würde den Alan halt on the top bringen, ne? Ja, es macht halt übel Sinn, also neue Sachen zu machen ist cool und so, aber es macht halt übel Sinn, die Dinger zu leveln für Money. Wir haben 5k, Bro. Ja, geil, holy shit. Dann Kredit und dann Greifautomat, oder? Ja, wollen wir es jetzt direkt machen? Ja, ja, ich mach direkt. Wo stelle ich den hin? Wie groß ist denn der? Ja. Den erstmal hier, der ist schon sehr groß, Digga. Holy. Ey, wir können, glaube ich, selber an dem nicht mal spielen. Gabriel, danke dir. Yoshi, danke aber dir. Aber die Leute können es tun. Abdallah, danke dir auch. Boah, ich hoffe, die verlieren komplett alles, was die haben. Ich hoffe, die verlieren ihre kompletten Life-Savings, Alter. Bro, also wenn du deine Life-Savings an den Greifarm verlierst, dann hast du halt echt. Boah, da soll mal einer spielen gehen. Was soll man den Leuten als nächstes bieten? Was ist das nächste Rezept neben unseren Suppen? Also das krasseste wäre der Döner-Teller, Bro, weil der bringt eine 6. Alter, der alleine, also guck mal, wenn wir jetzt mal das Setup machen, Hühnersuppe, Dönerteller und Tomatensuppe, Digga, dann kommen 14 bis 18 Leute. Okay, Deckerchen, ich mach jetzt heute mal einen richtig schönen Dönerteller, weißt du? Ich mach dir heute mal was richtig. Ja, kriegst du was hin? Ich mach dir heute mal einen Dönerteller. Okay, dann mach ich die Tomatensuppe, Digga. Die Leute stehen schon. Es stehen schon. Mach die beiden Suppen, mach die großen Suppenteller schon mal ready. Hühner ist auf jeden Fall noch da. Hühner ist noch da, okay. Ich mach die erstmal wieder warm, ja? Digga, Suppe ist so broken. Scheiße. Digga, Kevin, guck ihn dir an. Was? Guck ihn dir an, hier. Boah! Digga, wir haben es geschafft! What the f***? Junge, started from the bottom. Now, here. Digga, oh mein Gott! Was denn? Ja, er ist an! Oh mein Gott, das ist krass. Oh, ich brauch noch ein Dönermesser, Bro. Ich muss schnell eins holen. Ja, ja, klar, mach. Digga. Alter, what the fuck, Chat? Der erste der Gerät, den wir haben. Holy shit. Nee, der Gerät wäre halt automatisch, ne? Also ja, okay, stimmt. Aber trotzdem sehr geil. So, die Suppen waren perfekt. Jetzt fehlt nur noch dein Döner-Teller, dann haben wir's. Zack. Alter, what the f***. So, jetzt kommt noch. Die anderen Sachen sind optional. Ich könnte es rein tut ich jetzt schon so abgeben. Mach ich aber natürlich nicht. Machst du mal den Grill an? Ja, mach ich. Bro, ich hab das Gefühl, wir brauchen noch einen Getränkekühlschrank. Der bringt auch passive Einnahmen. Ja, auf den grinden wir als nächstes. Aber jetzt wird erstmal richtig. Den haben wir schon. Der kostet 3k. Den können wir direkt kaufen. Dann lass machen.
Und in einem Level kriegen wir noch so einen Smoothie-Automaten, dann lass den holen. Digga, unser ganzer Laden ist vollgeballert mit so einer Scheiße, ne? So. Digga, Dönerbude mit Greifautomaten für so Kuscheltiere, Junge. Guck mal, hier ist auch voll der Goofy-Shit drin oder so. So ein Delfin oder so ein Teddybär, so ein Nussknacker. Aber der sieht Loki aus wie so Steve, guck mal. Der sieht aus wie Steve von Minecraft ohne Haare. Ja, und mit Bart. Also, wobei, ja, Steve hat ja einen Bart, das ist die große Diskussion wieder. Ah, oh, nein, Bro, nein, Basti. Doch, das Ding ist halt, das ist kein Mund, das ist wirklich sein Bart. Kevin, erster Döner-Teller. Oh, ist ein bisschen abgekühlt, aber ich hab eine 6! 6-0! Der ist clean! Der ist perfekt, Digga! Alter, danke. Wir haben das perfekte Meal. Wir haben von Hühnersuppe ist maximal 5, haben wir 5. Stell dich an. Hühnersuppe maximal 3, haben wir 3. Döner-Teller, ja, Alter, mach Screenshot, Bro. Warte. Oh, ich muss ganz dich pullern. Bro, bitte noch nicht den Tag beginnen. Ich muss dabei sein. Ja, ich bin ready. Leute, der Laden ist offen. Wir präsentieren ihn. Hühnersuppe, Tomatensuppe und den klassisch und sehr, sehr beliebten Döner-Teller. Oh, Junge, eine Hühnersuppe. Junge, jetzt wird Geld verdient, Bro. Mein Bester, bei dir? Den Döner-Teller. Na dann. Ich mach nochmal für dich sauber hier extra. Ah, aus der Spielo, hä? Naja. Das ist die Blackjack-Frau, die uns schon so unfassbar viel Geld gerippt hat. So dreht sich das Ganze, Kevin. Checkst du? Jetzt ziehen wir sie ab, Digga. Ich mach mal direkt den nächsten Döner-Teller. Oh, wir sind Level 30. Warte mal, wir können jetzt die Theke für alkoholfreie Getränke kaufen. Ja, machen wir. Kaufen sie einen Getränkeautomaten. Okay, mach ich direkt, ja? Ja. So ein Slushy-Automaten. Ja, Bro, dann müssen die auch alle auf Klo und dann müssen wir die Toilette machen. Oh, und dann kassieren wir richtig ab. Wir könnten mehr Teller machen und ich kann halt schneller Geschirrspiel skillen, aber I don't know. Bro, die haben alle die Eis, ne? Die holen sich alle die Longdrinks hier. Ja? Guck mal, wie fancy das aussieht. Jeder hat Eistee. Boah, wie groß, Junge. Ein Liter einfach, what the fuck? Und noch ein Kaugummi. Alter, wir haben die komplette... Bro, wir haben richtig... Wir upsellen einen Döner-Teller. Checkst du das? Wir sind einfach das Apple der Dönerläden, Bro. Die holen... Weißt du, die denken so, oh, ich hole einfach nur ein normales Telefon. Und dann denken die sich so, oh ja, aber statt 128 GB nehme ich dann doch 256. Und bei uns ist es halt der Döner-Teller. Naja, gut, dann kann ich nochmal kurz an den Greifautomaten. Boom! Profit, you know? Bro, zack! Kevin, der will den dritten... Ich musste einen dritten Döner-Teller machen. Die wollen den dritten Döner-Teller. Holy shit, hast du einen? Nein, das krieg ich. Ich hab kein Fleisch ready. Ja, dann scheiß auf die, oder? Ich mach schnell. Ich zahl Kredit ab, Bro. Boah, liegt für nächste Mal, liegt es im Dings. Im Kühlschrank. Also einer geht, Bro, aber der andere ist noch da. Den anderen könnten wir noch holen. Ich weiß nicht, wie warped das ist. Digga. Wir können auch auf den scheißen. Hab. 6-0. 6-0? Ja, einfach. Ohne Gemüse, einfach nur. Nur Fleisch. Ja. Der hat einfach nur legit Fleisch. Vielleicht kriegt man mehr XP, wenn das Essen besser ist? Vielleicht, ja. Oder ist es einfach unfassbar schlecht programmiert? Ich könnte mir beides vorstellen, sag ich ehrlich. Alter, Bro! Warte mal, lass mal ein bisschen Geld noch sparen. Wir können, wenn wir 4000 haben, können wir uns so eine Theke kaufen. Bro, aber ich brauche jetzt für 400 einen. Dann können wir noch wieder verkaufen. Ja, okay, ich kaufe den. Wofür ist der? Gemüse. Das ist Basti frische Kühlschrank, okay? Hat Holle schon den Undercover-Test gemacht. Das musste sein. Digga, wie fucking wasted, Alter. Warum wasted? Scheiße, hat 1K gekostet, Bruder. Du weißt nicht, wie man irgendwie Kunden richtig behandelt, ne? Bruder, das ist die Abstellkammer. What the fuck? Nein, das ist unsere Toilette, Mann. Ach so, ist das ein Klo? Ich dachte, das ist eine Lampe. Hä, bist du dumm? Ach so, ja, nee, das ist echt schon gut, okay. Warst du noch nie auf dem Klo? Nee, noch nie auf dem Klo gewesen. Also, folgendes. Wir gehen in die Spielo. Ja. Gambeln uns von 9.700 auf 10k hoch. Nehmen dann für 10, mit 10k kann man einen Kredit aufnehmen, wo wir 20k bekommen, dann haben wir 30k. Und dann setzen wir 20k und wenn wir die gewinnen, 50k. Und dann können wir uns das große Restaurant da hinten kaufen. Ja, wenn das nicht klappt, sind wir im Ruin und haben ultra viele Schulden. Wir haben dann nicht viele Schulden, aber das machen wir jetzt, Kevin. Okay. Dann müssen wir uns, dann würde ich sagen, lass diese Verdopplungsstrap machen, die nie funktioniert, aber wir machen es trotzdem. Warte ganz kurz, ich muss noch Döner schneiden, damit er nicht schlecht wird. Ja, aber wir machen diese Verdopplungsstrat, dass du quasi 250 setzt, wenn es nicht knapp 500 und so weiter. Right?
Okay, mach 250, aber danach machst du zweimal für 0. Okay, verstehe. Für den Reset. Oh, das ist sehr gut, Bro. Nice, wir haben Black Jack. Easy. So. Ja, perfekt. Das wär, oh mein Gott, nein. Nein, das wäre gewesen. Das wäre gewesen, Bro. Du willst jetzt den Kredit für 10.000 aufnehmen. Okay, warte. Wir nehmen erstmal den Kredit auf. So, jetzt haben wir 30.000, okay? Und wenn wir jetzt doublen, you know? Du kannst aber nur 15.000 setzen. Ja, okay, aber es sind dann 60. Safe? Nein, warte. Ja, 15.000, ja. Ja, aber dann können wir... Mach erstmal zwei Nuller. Mach zwei für Null, um Reset zu machen. Das funktioniert zwar so nicht, aber egal. Ja, der kommt nicht. Ja. Schön, wichtig. Jetzt noch ein Nuller? Oder jetzt sollen wir jetzt wieder rein? Sag mal du, was hast du für ein Gefühl? Ich habe jetzt eigentlich ein gutes Gefühl gerade. Okay, dann geh rein, 20k. Bro, oder 15k. Soll ich wirklich 20k? Du machst es. Ich kann nur 15. Mach. Ich hab so Schiss, Kevin. Ich mach 15k jetzt, ja? Warte kurz. Jetzt. 15.000, ja? Ja, mach's. Oh! Was machen wir? Bleiben wir? Ich glaube, wir sollten bleiben, oder? Sie hat eine 2. Sie hat eine 2. Ja, wenn sie halt eine 10 bekommt, hat sie 12. Und dann, wenn sie dann eine 9 oder so bekommt, dann sind wir Eigentlich müssen wir ziehen. Eigentlich zieht man. Aber I don't know. Boah. Scheiße, ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Entscheid du, Bruder. Was sagt dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, dass wir was Lowes bekommen. Okay. Aber eigentlich... Also, es ist halt wirklich so krass unwahrscheinlich, dass... Sie muss halt eine 15 toppen. Das ist so easy. Ich muss hitten, Kevin. Wir müssen... Real Talk ist eine kranke Aktion. Wir müssen hitten. Ja! Let's go! Hast du weggeguckt? Oh mein Gott, nee. Ich dachte bei 16, dass schon vorbei ist. Aber erst ab 17 ist vorbei. Oh mein Gott, jetzt müssen wir... Okay, jetzt, Bro, jetzt brauchen wir noch 5k. Dann haben wir... Bist du sicher, dass wir das... Ich sag dir ehrlich, nein, hör zu. Nein. Einen weiteren Tag erholen. Ja, einfach 5k also, morgen erarbeiten. Ja, okay, dann haben wir das große Restaurant, Bro. What the fuck? Wollen wir das heute noch machen? Oder ist das nicht eigentlich der geile, spannende Übergang für die dritte Session? Cliffhanger, stark. Wie sieht das große, neue Restaurant aus? Wie geht es weiter? Alter, ja, stark. Sehr gut, was sie sehen. Wir haben hier 15.000. Guck mal, wie sie da sitzt. Digga, Rita, wir haben gerade alles zurückgewonnen, was sie uns vorher weggenommen hat. Guck mal, wie sauer sie da sitzt, Junge. Kevin? Holy shit. Oh mein Gott. Ja, du hast recht. Wir haben es uns verdient, Bro. Bassi? Bro, das war eine erfolgreiche zweite Session. Und unser Vater ist stolz, dass wir halbnackt bei Blackjack 15.000. Also wirklich Geld, das uns nicht mal gehört, ja, wirklich verdoppelt haben. Darauf stoßen wir an, Bro. Auf geht's.